Hallo Leute, ich bin Ariel und ich bin Pauline. Wir hoffen euch geht's gut und wir sind Studentinnen im Bachelor Tourismus in Sandy. Heute nehmen wir euch mit durch die Geschichte der elsässischen Burgen. Viel Spaß! Zunächst werde ich euch die Burg von Salm vorstellen. Das Gelände des Schlosses von Salm liegt in einer Walllandschaft in den Sandsteinvogesen des Oberen Bruchtals. Ein mittelalterlicher Weg, der teilweise noch erhalten ist, führt sie vom Salmplateau zur Burg. Der Verein, l'Éveilleur de Salm, hat sich zum Ziel gesetzt, die Überreste der Ruine zu sichern und zu erhalten. In der Ferne kann man den Donum, den Struthof und das Champ du Feu sehen. Dort kannst du einen Snack zu dir nehmen. Wanderer sei diskret, das Schloss Salm liegt in einer Ruhezone und ist durch den großen Heide angeschützt. Nach unserem Spaziergang zum Schloss Salm haben wir uns am Rande des Kuckucksteichs eine kleine Erfrischung gegönnt. Ich bringe euch zur Burg Hobach. Sie befindet sich nahe Saverne in den nördlichen Vogesen. Die Burg kann das ganze Jahr über besichtigt werden. Die Hobach wird auch das Auge des Elsass genannt. Es gibt einen herrlichen Ausblick auf die elsässische Ebene. Bei schönem Wetter ist von der Burg aus das Straßburger Münster sichtbar. Wenn Sie hungrig sind, können Sie im Schlossrestaurant essen. An der Spitze des Schlosses befindet sich die Teufelsbrücke, die einen beeindruckenden Übergang darstellt. In der Nähe der Burg können Sie auch den Telegraphenturm von Schapp, das kleine und große Gerolzeck sowie den Brotschturm besuchen. Weiter hinten bietet der Brotschfelsen eine schöne Aussicht. Es ist großartig, hier zu sein. Hier ist es geschafft. Nach einem guten Spaziergang tun uns die Füße weh. Wir hoffen, dass dieses Video mehr für euch bereithält. Und bis bald zu neuen Abenteuern!